Hallo und herzlich willkommen zurück bei Skyrim. Ja, wir sind hier in Hochrodgar, haben jetzt aber alles erledigt und ich möchte jetzt auch nicht allzu viel Zeit verlieren, meine lieben Freunde, denn ich habe mich jetzt erstmal einen kleinen Schritt entschieden, was wir erstmal machen. Und zwar gehen wir nach Ivarstar zurück. Das musst mir ja so oder so sagen, dem, ach, wie ist der Typ nochmal, dem Klimek Bescheid, dass wir das hier abgegeben haben. Und dann würde ich einfach sagen, gucken wir doch mal in diesen Hügel da hinein, in dieses Grab, ob es da wirklich spukt, wie uns der Wirt Wilhelm erzählt hatte. Das würde ich jetzt einfach mal machen, da können wir Erfahrungspunkte sammeln, das ist eine kleine Nebenmission. Wer weiß, was wir da unten noch so finden. Und, das interessiert mich auch. Und wir wissen ja auch nicht, na gut, wir kommen eigentlich schon bald wieder vorbei, weil wir ja den Auftrag bekommen haben, dieses Horn zu finden. Also kommen wir ja eh dann bald hier wieder dran vorbei. Das habe ich jetzt gerade nicht so wirklich bedacht. Aber wir müssen ja jetzt eh erstmal hier runter. Von daher haben wir ja eh jetzt genug Zeit, uns das mal ein bisschen fein zu überlegen. So, Fendal, komm da hinten. Gut, gut, gut. Gibt halt so viele Nebenmissionen und wir könnten auch so viel erkunden. Es ist halt jetzt wirklich auch die Frage, wie strikt halten wir uns jetzt an die Vorgaben, an der Hauptmission und... Entschuldigung. Der Punkt ist halt der, so oder so, wenn wir der Hauptmission folgen, ich werde immer mal nach rechts und links ausschweifen. Das ist einfach so... Ach, Mann... Also es ist jetzt keine negative Beschwerde oder so. Es ist ja echt Luxusproblem, dass wir halt so viel zu tun haben. So, ich hoffe mal, dass der Troll nicht wieder da ist. Der stand da oben, oder? Auf der Karte wird mir jetzt auch noch nichts angezeigt. Okay. Also scheint er erstmal noch tot zu sein. Das ist gut. Das ist sehr beruhigend. Fendal, der ist auch noch da. Ja, ich habe halt, wenn wir mal kurz auf die Karte gucken, das sind halt hier unten die zwei Sachen. Was habe ich denn hier aktiviert? Unterhalte dich mit Danica über die Zerstörung des Gültengrünbaumes. Würde mich halt auch interessieren. Wir können natürlich auch erstmal zurück nach Weißlauf. Dann marschieren wir schon Richtung Ustengraf. Und dann gab es ja hinten, gab es ja den Graumähne, den wir befreien sollten. Müssten wir nach Einsamkeit. Naja, keine Zeit verlieren bei der Kartensuche. Oh, es ist noch der Troll. Aua, dem haben wir den Arm aber schön verbogen. Ich wollte euch einfach nur mal an den Gedankengängen, die ich habe, gerade teilhaben lassen. Wir machen das jetzt einfach. Wir gehen jetzt hier runter. Ich würde am liebsten einfach runterspringen. Aber wir können doch was Folgendes machen. Denn wir haben ja in der letzten Folge einen neuen Schrei gelernt. Wish! Wenn da jetzt die Klippe gewesen wäre, ja eh... den Windsprint einsetzen und dann runterfallen, das wär's. Also uns werden da unten sicherlich einige Untote wieder begegnen. Nicht schlecht. Fendal kommt nicht mehr hinterher. Da kommt er. Na komm, wo hängst du denn jetzt fest, bitteschön? Feuer haben aktuell ausgerüstet. Also darauf habe ich mich jetzt wirklich festgelegt. Magier, Zerstörungszauber und Beschwörung. Das ist mir echt wichtig. Das macht auch echt Fehls. Denn die ganzen Atronarchen zu beschwören, es gibt ja noch andere, die wohl noch dann im Laufe des Spiels beschwören können. Ist nicht so viele, aber es kommen ja noch welche dazu. Das finde ich halt ziemlich cool. Das macht echt Fehls. Deswegen würde ich auch gerne dabei bleiben. Das habe ich jetzt erstmal so festgelegt. Und irgendwann, wir müssen halt die Gesundheit extrem hochschrauben, damit wir auch so eine Magierrobe da mal anziehen können, die uns halt dann... Bin ich jetzt vom Weg abgekommen? Ich glaube, ja.
Oh, nein, nein. Oh, Mist, Alter. Okay, gut. Jetzt gibt's kein Zurück mehr. So ein Mist. Fuck. Hoppala. Naja, ist halt eine Abkürzung, ne? Eine Heuschrecke hängt ja auch irgendwo fest. Verdammt. Jetzt ist es echt tief. Und auf den Vorsprung. Ah. Ey, wir sind eine Ziege. Wir sind wie eine Ziege. Oh, jawohl, wir haben es geschafft. Brauchst du nicht gleich weinen, Himmel. Ich hoffe, Fendal hat den Weg außenrum genommen. Ich hoffe, der war so schlau. So, aktuell brauchen wir 5 Minuten. Wir haben eine kleine Abkürzung genommen. Also so 5 bis 6 Minuten braucht man jedenfalls bergabwärts. Das kann man sicherlich auch schneller schaffen, aber... Naja, wir können auch mal ein bisschen sprinten hier. Lalalalalalalala. Fendal? Hat's immer noch nicht geschafft. Na, der taucht dann schon irgendwann auf. Da mache ich mir eigentlich gar keine Sorgen. Oh, da ist eine Höhle ziemlich nah. Aber nein. Schnurstracks jetzt in den Hügel rein. Der taucht schon auf. So, wo war denn der jetzt gewesen? Da hinten, ne? Ach, so später Stunde. Wenn ihr euch je zur Ruhe setzen und Kinder haben wollt, denkt gut darüber nach, bevor ihr es tut. Meine Tochter treibt mich in den Wahnsinn. Ach, der war das, stimmt. Also verzeiht mir, wenn ich ein bisschen angespannt bin. Jetzt fällt mir gerade mal noch ganz fix ein und der scheint ja noch draußen zu sein, wenn ich der Karte oben glauben darf. Da ist er. Nur zu dem wollte ich. Ah, schön euch wiederzusehen. Alles in Ordnung mit der Lieferung? Ich habe die Vorräte nach Hochrotgar gebracht. Das ist ein Aufstieg, was? Auf jeden Fall weiß ich es zu schätzen. Hier, nehmt diesen Lohn für eure Mühen. 500 Gold! Ja, danke. Besten Dank, mein Bruder. Danke nochmal für die Lauferei. Kein Problem. So, wo war denn jetzt hier der Eingang? Da! Fendal, wo bleibst du denn? Ich will ja nicht alleine rein. In den Feuerschleierhügel. So, was haben wir denn hier? Einbalsamierungswerkzeug. Seht euch diese Ruinen an. Ob da drin wohl Gold zu finden ist? Na, dann lass uns das doch mal herausfinden, Fendal. Hier ist der Eingang. Ab in Feuerschleierhügel. Mal gucken, wie viel Gold wir finden. Mal gucken, ob wir Geister finden. Mal gucken, was wir finden. Wie hieß der Typ, der vermisst wurde? Also der da vor 2 Jahren? Ich hab den Namen vergessen. Das stand doch, glaube ich, nicht. Ist ja nur eine Nebenmission. Da gibt's dann keine so große Beschreibung. So, da wären wir drinnen. Moment. Da unterhaltet. Nee. Das meine ich jetzt nicht. Erkunde den Feuerschleierhügel, steht da lediglich. So. Jetzt habe ich gerade überlegt, ob wir zur Abwechslung vielleicht mal Blitz nehmen. Aber unser guter Fendal ist ja ein bisschen Feuerresistenz. 15% waren es, glaube ich, durch seine Stiefel. Deswegen lassen wir das mal. Deswegen bleiben wir mal bei Feuer. Ich bin ja froh, dass es da keine Unterteilung gibt. Sondern... Oh, hier gibt es bestimmt noch Fallen. Warte mal. Ein Moment. Nee, okay. Okay, gut. Nimm doch auch in die linke Hand. Du bleibst jetzt stehen. Geht fort von hier. Oh. Geht fort von hier. Geht. Du gehst doch. Geht. Okay. Also scheint es hier wirklich zu spuken. Naja, solange es jetzt hier keinen Jumpscare gibt, ist alles gut. Da, so lange komme ich damit klar. Ey, unsere Eisdurchsuchedroge Gold. Ich wollte doch hier meinen Pfeil mitnehmen. Ich finde, das ist echt das Schlimmste. Jumpscares hasse ich.
Ansonsten habe ich da jetzt nicht so die Probleme. Aber Jumpscares, das geht gar nicht. Das ist, darf nicht sein. Nein, nein, nein. Ach du Gott, hier haben wir 4 Schalter. Ich glaube, das können wir jetzt erstmal wegpacken. Lesen. Vor den Zeitaltern der Menschheit. Illusion verbessert. Sehr schön. Okay. Wie gesagt, lange kein Buch mehr in der Hand gehabt. Ich blätter durch. Für diejenigen, die es interessiert, die können anhalten. Ja, ist halt wieder sehr viel. Für die, die ich das jetzt zum ersten Mal mitbekommen, ich kann diese Bücher nicht alle vorlesen, also von daher. Werde ich jetzt einfach hier durchblättern, ihr könnt auf Pause drücken, wenn es euch interessiert. Aber das Buch nehmen wir jetzt trotzdem mal mit. Zack. So, beschädigt. Kann man da trotzdem... Na, super, jetzt haben wir ein beschädigtes Buch mit. So ein Bullshit. Okay. Hallo? Dann werden wir uns jetzt mal um die Hebel kümmern. Gut. Ich habe ein bisschen Angst. Ah, fuck, fuck, fuck. Oh. Und du so, bist ein bisschen grün im Gesicht. So ein Scheiß, ey. Okay. Okay. Ah, kommt da nur die Pfeile oder was? So ein Scheiß. Welcher war es jetzt? Der hier, ne? Boah, ich hit you. Tada! So. Wir haben zwar ein paar Pfeile im Arsch, aber wir haben es geschafft. So, der Geist ist da links abgehauen. Oh, natürlich. Aber da ist wieder was. Zum Aktivieren. Oh. Eisentür. Lehrling. Ja. Tada! Ah. Ah, ist doch sinnlos. Bleib, ich wusste es. Haha, drüben sind wir. Eine Lederrüstung. Warum denn für eine Lederrüstung? Aber die ist nicht schwer. Das ist gut. Was? Los, komm rüber, sonst. Komm mal her. So, okay. Boah, ey. Aber so viel Schaden dürft ihr nicht nehmen. Wir sind ja resistent dagegen, ne? Boah, Freunde. Ist aber mal gut hier. Zwei Türen. Laut dem Ding müssen wir da hinten hin. Nehmen Schale, brauchen wir nicht. Sind wir hier? Ja. Mal öffnen, können wir beide öffnen. Okay. Hier. Boah, boah, Junge. Was ist denn da los? Warte mal kurz. Ich bin direkt hinter. Geht nur. Oh, oh. Okay. Bleib kurz da. Wir haben keine Kralle. Was brauchen wir? Saphir-Drachenklaue. Okay. Okay, also dieses hier. Wie heißt das schöne Feuerhügel? Feuerschleierhügel. Der ist gemerkt. Die Saphir-Kralle. Okay. So. Wir brechen auf. Yep. Gehen wir. Lass mich aber bitte vorbei, sonst kann ich nicht gehen. Lass mich bitte vorbei. Stehst im Weg, Fendal. Fendal! Was? Ja, was? Du standest im Weg. Da liegt ein Geist. Oh oh. Angreifen? Angreifen? Es ist rot. Uah. Verdammt.
werde dir die Kälte des Todes. Nein, wer bin ich? So. Vindelius, war das nicht... War das nicht der Typ? Essenz des Phantoms, du nimmst für 30 Sekunden Geisterform an. Aha, diese kleine Schweinebacke. Aber du hast nicht zufälligerweise hier irgendwo so eine Saphir-Drachenklaue? Nein? Vielleicht so eine kleine? So... Mit drei Krallen und Saphir-mäßig? Tagebuch, dafür setzen wir uns mal hin. Und das ist, da das jetzt natürlich story-relevant ist, also für diese Mission, werde ich dieses Tagebuch auch vorlesen. Das Tagebuch von Vindelius Gatarian. Umblättern. 18. Morgenstern, 4. Ära 200. Ich habe mein Lager im Innern des Hügelgrabs aufgeschlagen. Das muss der Ort sein. Allen meinen Nachforschungen zufolge muss sich die Grabkammer hier befinden. Jetzt brauche ich nur ein wenig Zeit, um ungestört nach der Klaue suchen zu können. Sie muss hier irgendwo verborgen sein. 25. Morgenstern. Das war eine knappe Sache heute, mit diesem Schwachkopf Wilhelm. Er stand kurz davor, das Hügelgrab zu betreten, doch ich konnte ihn verscheuchen, indem ich mit ein paar Tonscherben in einem Beutel klapperte. Diese Leute sind viel zu abergläubisch. Das bringt mich auf eine Idee. 28. Morgenstern. Nach einigen Fehlschlägen ist es mir gelungen, eine Mixtur zu erstellen, die funktionieren sollte. Der Schimmer ist perfekt. Ich sollte genauso aussehen wie einer der Geister, von denen die Bewohner von Ivarstadt glauben, dass sie in diesem Hügelgrab spuken. Ich werde es morgen ausprobieren. 29. Morgenstern. Erfolg! Es hat besser geklappt, als ich mir hätte träumen lassen. Ich musste lediglich nachts vor dem Eingang zum Hügelgrab herumwandeln und mit den Armen fuchteln. Ich hätte beinahe laut losgelacht, als sie weggerannt sind. Das sollte sie fernhalten, während ich meine Suche nach der Klaue fortsetze. 11. Herzfeuer. Es ist fast ein halbes Jahr vergangen und noch immer gibt es keine Spur von der Klaue oder irgendwelche Hinweise auf ihren Verbleib. Es ist zum Verrücktwerden. Sie muss hier sein. Ich kann es nicht riskieren, Hilfe anzuheuern. Also muss ich alleine weitermachen. 20. Sonnenuntergang. Sie ist nicht hier. Sie kann nicht hier sein. Das darf nicht sein. Es sind bestimmt die Leute von Ivarstadt. Sie müssen mich durchschaut haben und spielen nur mit mir. Sie wollen die Grabkammer selbst finden und die Reichtümer für sich behalten. 18. Abendstern. Wieso? Wieso quälen sie mich? Wieso vernichten sie mich nicht einfach? Ich bin... Wer bin ich? Mein Verstand umwölkt sich. Ich kann mich an nichts mehr erinnern. Ich muss mein Tagebuch lesen, um mir mein Ziel ins Gedächtnis zurückzurufen. Bin ich ein Teil dieses Grabes? Ist es meine Bestimmung, es zu beschützen? Was geschieht nur mit mir? Und urplötzlich ist der Typ in der ersten Ära, 1050. Sie werden mir meinen Schatz nicht nehmen. Gollum, Gollum. Sie werden für ihre Verbrechen teuer bezahlen. All jene, die diese Mauern betreten, werden meinen Zorn zu spüren bekommen. Meine Macht. Ich bin der Hüter des Feuerschleierhügels. Wer sich mir widersetzt, wird sterben. Oh mein Gott. Bring Vindelius Tagebuch zu Wilhelm. Der ist ein bisschen gaga hier unten geworden. Essenz des Phantoms. Was haben wir denn hier noch im Beutel? Ein Dietrich, ein bisschen Gold. Mensch, 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 da ist der hier. Aber er war ja gleich rot, also hätte uns so oder so angegriffen. Und nach dem, was er geschrieben hat, hätte er uns definitiv angegriffen. Von daher war es jetzt nicht so verkehrt. So, das Bettzeug brauchen wir jetzt nicht. Eine Schale. Was soll jetzt? Lesen. Das Firmament. Für diejenigen, die es interessiert, ich kann ja dabei noch ein bisschen hier drüber philosophieren über den Typen. Obwohl das Buch gleich zu Ende ist. Nee, doch nicht. Gut. Dann denke ich aber mal, dass hier unten echt keine Kralle ist. Wenn er die ganze Zeit danach gesucht hat. Magie vom Himmel. Wir werden uns jetzt natürlich auch gleich noch ein bisschen danach umschauen. Weil vielleicht hat er ja was übersehen, auch wenn der schon, glaube ich, seit 2 Jahren oder so da unten ist. Aber naja, wir wären definitiv nicht so verrückt. Wir, dafür haben wir ja Fendal, der hält uns schon davon ab. So, bei so einem Alchemielabor liegt auch gerne mal was. Hier leider nicht.
Wir haben einiges gefunden, ne? Wenn wir hier gerade mal so ein Alchemielabor haben. Distelzweig, haben wir viel Knochenmehl. Vor allem wie der da drauf rumkloppt. Wir haben doch noch gar nicht reingeschmissen. Naja, erstmal Alchemie beenden. Das finden wir auch jederzeit irgendwo. Lasst uns mal weitersuchen, aber ich wüsste halt nicht wie. Das ist der Punkt. Weil ich kann mich jetzt auch nicht entsinnen, dass es irgendwo noch einen Weg zur Seite gab oder so, den wir übersehen haben. Da geht's dahinter. Dann wird wahrscheinlich schon mal irgendjemand hier vorher drin gewesen sein. Da hat sich wahrscheinlich die Klaue in den Nagel gerissen. Die werden wir wahrscheinlich dann im Laufe der Geschichte irgendwie finden. Oh, zum Glück bist du rechtzeitig rausgekommen. Hat es gereicht? Nein, hat natürlich nicht gereicht. Jetzt? Jawohl. Haha. Gut, nee, also. Hier brauchen wir uns, glaube ich, jetzt erstmal nicht mehr abschuften. Witzig wäre es jetzt natürlich, wenn der Wilhelm diese Klaue hätte. Das wäre jetzt Oberwitz. Das, da wird Schlacht. Das finde ich ziemlich cool. Ah, der hat sich da ja nie reingetraut. Von daher, woher soll er die Kralle haben? Woher sollte er die Kralle haben? Die Diebesgilde ist in der Stadt Rifton besonders stark vertreten und bekannt dafür, zu verschwinden. Sanguin ist der dätrische Prinz der hedonistischen Brasserei und der Maßlosigkeit. Mehr als alle anderen dätrischen Prinzen hegt er ein Interesse an den Geschäften der Sterblichen. Was lädt denn das hier schon wieder so lange? Was soll denn das? Himmelsrand... Na dann halt nicht. Was regnet denn das hier rein? Was soll denn der Mist? Ist aber ziemlich undicht, das Dach. Jetzt gewittert das hier auch noch. Können wir da überhaupt zum... Na klar... Ich wollte gerade sagen, können wir da überhaupt zum Wilhelm, aber das Ding muss ja eigentlich die ganze Zeit offen haben. Ins Gasthaus Wilhelmir. Gucken wir mal, was er dazu sagt. Jedenfalls denke ich mal, dass wir sie beruhigen können, die paar Einwohner. Wie viele ist auch? 1, 2, 3? Wagner. Seid auf der Hut vor Wölfen, wenn ihr den Pfad nach Hochrotga emporsteigt. Ach, du warst das. Okay, gut. So. Braucht ihr ein Zimmer? Oder was zu trinken? Sagt an. Hier, das habe ich im Feuerschleierhügel gefunden. Lasst mich mal sehen. Das ist doch nicht zu fassen. Dieser Vindelius hat sich das Ganze also nur ausgedacht. Nicht zu fassen, dass wir so dumm waren. Nun, es ist das Mindeste, euch dafür zu entschädigen, dass ihr euch um ihn gekümmert habt. Wenn ihr keinen Lohn wollt, so betrachtet es als Geschenk. Jawohl, ernsthaft. Ist es ein Ernst? Aber wo hatten denn die jetzt her? Wenn ihr wieder hier vorbeikommt, dann schau... Ja, also danke. Ernsthaft. So, da haben wir sie doch. Warum höre ich denn auf einmal so viele Stimmen? Wahrscheinlich ist das automatisch, wenn man in so einem Gasthaus ist. Geil schaut's aus. Jawohl. Feier ich gerade sehr. Ja, mit dieser rotierenden Kralle hier würde ich mal sagen, beenden wir jetzt diese Folge. Wir haben herausgefunden, dass es keine Geister gibt. Im Feuerschleierhügel. Und mich würde immer noch interessieren, wie der Typ an die Kralle rangekommen ist. Aber naja. Manches muss man nicht wissen. Wir haben die Kralle, das werden wir dann in der nächsten Folge machen. Und dann werden wir wahrscheinlich ein neues Wort der Macht erlernen. Oder vielleicht eins verbessern, wir wissen es noch nicht. Danke jedenfalls, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und dann bis zum nächsten Mal bei Skyrim.